Übrigens, wussten Sie schon, dass wir dieses Jahr den 100. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe feiern könnten, wenn er im Jahre 1869 geboren worden wäre? Wussten Sie schon, dass der Komponist Ludwig van Beethoven mehr als 8 Symphonien geschrieben hat, obwohl er erst 141 Jahre tot ist? Übrigens, wussten Sie schon, dass eine Henne, die Fliegeneier legen möchte, mindestens die Größe einer Fliege haben sollte? Übrigens, wussten Sie schon, dass die Alpen einen ganz erbärmlichen Anblick bieten, wenn man sich die Berge einmal wegdenkt? Übrigens, wussten Sie schon, dass der Biss eines einzigen Pferdes genügt, um eine Hornisse zu töten? Übrigens, wussten Sie schon, dass zum Bau des Kölner Doms so viel Steine gebraucht wurden, dass man davon eine ganze Kirche hätte bauen können? Übrigens, wussten Sie schon, dass Beethovens Neunte ein Fräulein Hochleitner aus Passau war? Übrigens, wussten Sie schon, dass in Hamburg die Nächte so lang sind, dass man gezwungen ist, sie tagsüber einzurollen? Übrigens, wussten Sie schon, dass der Kölner Dom, das stolzeste Bauwerk des Niederrheins, innen hohl ist? Übrigens, wussten Sie schon, dass der 17. Juni in diesem Jahr auf einen Mittwoch fiel, ohne jedoch nennenswerten Schaden anzurichten? Übrigens, wussten Sie schon, dass alle deutschen Goldhamster aneinandergereiht von der Erde bis zum Mond reichen würden, wenn sie nur nicht so dumm wären? Übrigens, wussten Sie schon, dass der Walfisch das kleinste lebende Säugetier sein könnte, wenn er nur nicht so groß wäre? Übrigens, wussten Sie schon, dass der Gipfel der Zugspitze am oberen Ende des Berges angebracht ist? Übrigens, wussten Sie schon, dass wir in diesem Jahr das Dürerjahr feiern, obwohl Dürer nicht eine einzige brauchbare Symphonie komponiert hat? Übrigens, wussten Sie schon, dass...